Hi, ich bin Tech und willkommen zurück bei Calibre. Ich habe vor nunmehr über einem Jahr ein Video dazu gemacht gehabt und jetzt hat sich aber so viel in der Infrastruktur getan, dass dieses Video auch nicht mehr wirklich up to date ist. Vor allem habe ich sehr, sehr viele Kommentare darunter gehabt, wie man das eigentlich jetzt auch dann spielen kann. Ich habe es im Video nicht genau erklärt, wollte ich damals auch nicht, weil ich gedacht habe, dass es recht einfach ist, ja auf dieses Spiel zu kommen, aber es hat dann doch wohl mehr Probleme gegeben, als ich vermutet habe und durch die Infrastrukturumstellung ist sowieso mittlerweile alles anders. Deswegen habe ich das zum Anlass genommen, einfach mal eine Neuauflage dieses Videos zu machen und euch jetzt aktuell zu erklären, wie ihr das Ganze spielen könnt. Calibre ist ein Third-Person-Taktik-Shooter, in dem wir in die Rolle eines Special Forces Operator schlüpfen. Es gibt verschiedene Special Forces und darin auch wieder unterschiedliche Klassen, die dann zusammengewürfelt werden können, indem ihr sowohl PvE als auch PvP spielen könnt und den neuen Modus Battlefront, das ist dann PvPvE. Wie ihr eure Operator bekommt, erinnert stark an Rainbow Six Siege. Ihr habt die anfänglichen Rekrutenklassen und könnt da dann mit Einsätze machen, um euer Geld zu verdienen. Optional, weil Free-to-Play, gibt es natürlich auch noch die Echtgeldwährung, womit ihr die Operator dann freischalten könnt. Jede Klasse hat auch nochmal eine Unterklasse, so nenne ich es zumindest mal, weil jeder Operator arbeitet anders, hat verschiedene Waffen und verschiedene Fähigkeiten, wie er im Endeffekt was ausübt. Ein Heiler hat verschiedene Arten von Heilung, deswegen guckt euch die Operator an, die machen unterschiedliche Dinge. Des Weiteren könnt ihr euren Operator halt noch aufleveln. Das ist ein ganz normales Erfahrungssystem, wo unten so ein Balken vollläuft mit Erfahrungspunkten. Dafür müsst ihr diesen Operator aber auch aktiv spielen. Wenn ihr dann eine Fähigkeit von der Erfahrung her freigeschaltet habt, müsst ihr Ingame-Credits investieren, um da dann das Level zu bekommen, was ihr in der Erfahrung erreicht habt. Ressourcen- und Geldmanagement ist hier alles, weil um gewisse Stimulanzien, um Ausdauer zu pushen oder Medpacks, um sich selbst zu heilen oder Adrenalinspritzen, um andere wiederzubeleben, müssen gekauft werden. Eben habe ich auch noch kurz erwähnt gehabt, dass gewisse Levels aufgebaut werden müssen, um dann gewisse Fähigkeiten der Operator freizuschalten, wofür man auch wieder spezielle Ressourcen braucht. Das Spiel wirkt sehr arkadisch und sehr casual, aber es hat dann doch sehr viel Elemente von realistischen Taktik-Shootern, aber dazu komme ich dann gleich in-game. Generell könnt ihr Calibre alleine spielen, aber halt nicht solo. Ihr braucht immer eine Gruppe. Die wird zur Not auch random zusammengewürfelt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich sag mal so zu 80% sind die Spieler auch in Ordnung dort. Da wird nicht großartig rumgetrollt, sondern es wird gemeinsam versucht, gerade im PvE zum Ziel zu kommen. Klar, es gibt immer wieder so ein paar Ausreißer, aber die hat man in jedem Spiel und da kommt man halt einfach nicht drum herum. Ich habe mir natürlich eine Gruppe selbst gesucht mit Leuten, mit denen ich sowieso gerne spiele und das macht das Ganze natürlich noch viel einfacher. Man kann sich besser absprechen und man muss nicht großartig in der Lobby warten und suchen, bis man jemanden gefunden hat. Wobei die Matches recht schnell generiert werden, weil das Spiel jetzt gerade wieder eine sehr hohe Spielerschaft hat. Kommen wir jetzt mal zu den Einzelheiten im Spiel. Wie ihr rechts unten sehen könnt, wird meine Waffe angezeigt mit ein paar Balken nebendran. Die Balken sagen mir, wie viel Ladung in einem Magazin drin ist, weil wir haben hier ein in Anführungsstrichen realistisches Nachladen. Das bedeutet, wenn ich ein Magazin nicht komplett verschossen habe und nachlade, wird es hinten angestellt. Und wie man hier jetzt an diesen Kisten sieht, kann ich hier Munition aber nachfüllen. Wenn ich den normalen Clearing-Modus spiele, hat jede einzelne Kiste nochmal 5 Minuten Cooldown. Das heißt, ich muss genau darauf achten, wann ich mir Munition nehme und dass ich im Nachladen halt ein bisschen drauf achte, wie mein Management ist. Wie gesagt, diese Kisten haben 5 Minuten Cooldown, in den Special Operations, was die etwas schwere Variante dieser Einsätze sind, haben sie sogar 15 Minuten Cooldown. Vorhin habe ich bereits die Spezialfähigkeiten angesprochen gehabt. Ich spiele jetzt hier eine Heilerklasse, die so ein kleines Päckchen hinwirft, die jemand einsammeln kann und dadurch dann geheilt wird. Hier ist es dann aber so, dass ich dafür Ausdauer verbrauche. Die Ausdauer ist unter diesem blauen Balken, das ist so ein kleiner gelber Balken. Dieser verbraucht sich, wenn ich sprinte oder Fähigkeiten einsetze. Deswegen sollte ich immer aufpassen, ob ich wirklich sprinte, gerade als Heiler, oder ob ich lieber langsam laufe und meine Ausdauer spare. An diesem gelben Balken ist ganz vorne nochmal so eine kleine weiße Markierung. Alles, was über dieser weißen Markierung ist, bedeutet, dass meine Ausdauer sich nach und nach selbst regeneriert. Falls ich mal unter diesen weißen Balken oder Strich komme, dann regeneriert meine Ausdauer nur bis zu diesem Punkt.
Da kann ich aber auch gegenwirken, indem ich mir einen Stimulanz reinhaue. Das ist eins der Ressourcen, die ich eben kurz erwähnt habe, die man sich dann für die Credits kaufen muss. Also die In-Game-Credits, die man sich erspielt. Das sind genau die Dinge, die ich halt eben gemeint habe, dass das Spiel sehr arkadisch wirkt, gerade was das Gunplay angeht, aber trotzdem diese Elemente wie das realistische Nachladen hat und das Management der Ressourcen, sprich der Ausdauer oder der Heilfähigkeiten, Spritzen, sonstiges. Ich hoffe, ich konnte euch da wenigstens mal so einen groben Überblick über das Spiel geben. Wenn ihr das erste Mal spielt, könnt ihr mit jeder Klasse nochmal einen eigenen Tutorial spielen, der in einem gemeinsamen Einsatz mündet. Das ist ganz cool, um einfach in das Spiel reinzufinden. Jetzt wollt ihr aber natürlich auch wissen, wie kann ich dieses Spiel spielen? Weil im Moment ist es ja so, dass es nur in Russland verfügbar ist. Das hatten wir auch schon vor einem Jahr gehabt, da lief das Ganze noch über den Wargaming-Patch, aber mittlerweile ist es ein bisschen einfacher. Ich werde das jetzt nicht im großen Detail hier alles erklären, weil ich habe hier eine super Webseite am Start, die nämlich auch unter das letzte Video bei mir kommentiert haben, und zwar ist das Caliber Germany. Die haben eine ganz kleine Erklärung mit den passenden Links noch mit dazu, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde ausdrücklich diese Webseite benutzen, weil falls sich da was ändern sollte, werden die Jungs und Mädels von Caliber Germany, was eine Fanseite ist, da muss man wirklich drauf achten, das ist keine offizielle Seite, werden das dann recht schnell ändern, und damit ist vielleicht auch ein bisschen gegeben, dass dieses Video ein bisschen aktueller bleibt. Wobei man auch sagen muss, jetzt im Laufe der nächsten Monate soll ja auch die EU-Version released werden des Spiels. Das heißt, wir können dann auch ohne Probleme auf der europäischen Webseite, wenn sie sogar auf Deutsch übersetzt ist, uns dann ein bisschen einfacher zurechtfinden. Was ich leider selbst noch nicht weiß, aber vielleicht weiß es jemand von euch, der kann das unten mal in die Kommentare reinhämmern, und zwar, wie das jetzt damit ist, wenn ich mir Operator Packs kaufe für Echtgeld, sind die mittlerweile global oder nicht? Ich vermute ja, weil die Caliber.eu Seite oder PlayCaliber.eu Seite mittlerweile auf die gleiche Webseite geleitet wird wie die normale Caliber-Seite. Also da wird gar nicht mehr getrennt. Ich denke, durch die Infrastrukturumstellung wurde auch mittlerweile einfach diese Ebene gegeben, dass da alles in einen Pott reinläuft. Es läuft auch nicht mehr über den Wargaming.net-Patcher, sondern die haben jetzt einen eigenen Launcher von 1C Game Studios. Ich wünsche euch viel Spaß bei Caliber. Wenn ihr Fragen habt, haut sie unten drunter oder belästigt die Leute von Caliber Germany bei Twitter. Ist ein bisschen Werbung, aber ich finde das cool, weil was sie da machen, ist ein cooles Projekt. Ich wünsche euch viel Spaß und melde mich ab.